Servus, herzlich willkommen zu der Gameswelt Nachrichten. Ich bin der Pemin und ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Wenn ja, dann habt ihr garantiert auch InsertCoin gesehen. Wenn nicht, holt das jetzt mal noch ganz fix nach. Aber zum Wochenstart gibt's natürlich auch wieder vier Themen für euch. Ein paar neue Gerüchte zu The Last of Us, der Xbox Game Pass bekommt ein Familienabo, Riot Games spendiert Valorant eine Konsolenversion und Final Fantasy XIV bekommt ein großes Update. Wenn ihr auch in Zukunft die News nicht mehr verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. I wish things were different. Ellie! But they ain't. Dank Upleaks und IGN gibt es aktuell wieder ein paar neue Gerüchte rund um The Last of Us. Im Mittelpunkt steht dieses Mal der versprochene und heiß erwartete Multiplayer. Dieser habe demnach zwischenzeitlich einige Änderungen durchlaufen. Zu Beginn soll dieser sogar als eine Art Battle Royale geplant gewesen sein. Davon sei man nun aber abgerückt, inzwischen wird der Multiplayer eher als eine Mischung aus Escape from Tarkov und The Division beschrieben. Und obwohl Multiplayer draufsteht, so sollen auch Singleplayer-ähnliche Erfahrungen enthalten sein. Zudem soll das Free-to-Play erst auf der PS5 erscheinen, die PC-Version soll später folgen. Aber auch zu einem The Last of Us 3 äußerte man sich kurz, demnach liegt ein Skript für einen nächsten Teil bereits in der Schublade, da Naughty Dog aber sehr stark mit anderen Projekten beschäftigt ist, befindet sich dieser noch nicht in der Produktionsphase. Mit dem Projekt Spartacus geht im Juni das überarbeitete Abo-Modell von PlayStation Plus an den Start. Das große Vorbild, der Xbox Game Pass, bekommt im Gegensatz dazu ein neues Abonnement spendiert. Laut einem Bericht von Windows Central soll es in Zukunft eine Art Familienmodell geben. Demnach intensiviert man aktuell die Bemühungen, einen Service anzubieten, der einen entscheidenden Vorteil mit sich bringt. Bis zu 5 Spieler aus demselben Land können den Game Pass nutzen. Selbstredend wird dieses Preismodell dann mehr Geld kosten als eine normale Mitgliedschaft. Im Großen und Ganzen ähnelt das einfach dem Nintendo Switch Online-Angebot. Eine offizielle Bestätigung sei in relativ naher Zukunft zu erwarten. Seit 2 Jahren treibt Valorant sein Unwesen auf dem PC. Was zu Beginn als kleiner netter CSGO-Klon weggelächelt wurde, etablierte sich inzwischen als feste Größe. So gut offenbar, dass Riot Games sogar mit einer entsprechenden Portierung für die Konsolen sympathisiert, welche sogar schon bald in den Startlöchern stehen könnte. Im Zuge dessen befindet sich der Entwickler aktuell auf Mitarbeitersuche. Eine Hauptaufgabe der neuen Mitarbeiter seien dabei, die Valorant-Erfahrung auf Konsolen zu bringen. Zudem wurden im neuesten Update schon 2 interessante Codezeilen gefunden: Connection to PSN has been lost und Connection to Xbox Live has been lost. Eine offizielle Ankündigung gibt es zwar noch nicht, das alles klingt aber schon ziemlich final. Final Fantasy XIV bekommt mal wieder ein neues Update spendiert. Ab dem 12. April finden mit der Version 6.1 zahlreiche neue Inhalte, Verbesserungen und Bugfixes ihren Weg ins Spiel. Wie Square Enix im bewährten Videoformat ausführlich darlegte, öffnet sich dann ein neues Kapitel für Krieger des Lichts mit neuen Aufträgen im Hauptszenario. Zudem wird es einen neuen Allianz-Raid für bis zu 24 Spieler geben, sowie neue Stammesaufträge, ein neues Wohngebiet, ein neuer Dungeon und eine extrem schwierige Prüfung. Zudem wurden die Feinheiten der neuen Abenteuerpässe bekannt gegeben. Das war's wieder mit den Gameswelt-Nachrichten heute zum Wochenstart. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich, frisch und munter in diese neue Woche gestartet. Dann hören wir uns morgen wieder, pünktlich um 19 Uhr. Servus.